Herzlich willkommen zu einem kleinen Special zum rückläufigen Merkur. Der Kommunikationsplanet hat sich hier sehr interessante Daten für seine Rückläufigkeitsphase ausgesucht. Merkur wird ausgerechnet zu Halloween am 31.10. auf 27 Grad Skorpion rückläufig. Merkur wird seine gesamte Rückläufigkeitsphase im Skorpion verbringen. Am 20.11.2019 wird Merkur dann auf 11 Grad Skorpion wieder direktläufig. Mittendrin ergibt sich allerdings eine astronomische Besonderheit, nämlich ein sogenannter Merkurübergang. Auch für diesen Merkurübergang hat Merkur sich ein interessantes Datum ausgesucht, nämlich den 11.11., also den Narrentag. Überall dort auf der Welt, wo sich die Sonne zur Zeit des Merkurübergangs über dem Horizont befindet, wird dieser Merkurtransit zu beobachten sein. Von einer Beobachtung mit einem Fernglas oder, wie ich es schon mal gemacht habe, mit einer Sonnenfinsternisbrille plus Fernglas, wird dringend abgeraten, denn das kann extrem schädlich für das Auge sein. Wer diesen Merkurtransit also beobachten will, braucht entweder ein Teleskop mit einem speziellen Sonnenfilter oder aber man geht einfach in die nächstgelegene Sternwarte. Allzu viel kann man hier allerdings nicht beobachten, aber gerade das ist das Interessante, aus astrologischer Sicht zumindest, was es hier zu beobachten gibt. Denn im Verhältnis zur Sonne ist Merkur winzig, verschwindend klein. So sieht ein Merkurtransit mehr wie ein kleiner schwarzer Fleck auf der Sonne aus, als dass man meint, das sind hier zwei Himmelskörper, die sich auch nur annähernd miteinander, zumindest von den Größenverhältnissen her, messen könnten. Und genau das, also die Extreme in den Größenunterschieden, geben uns schon mal wertvolle Hinweise darauf, worum es aus astrologischer Sicht bei einem Merkurübergang geht, nämlich um den berühmten Grundsatz bzw. das Anzweifeln des berühmten Grundsatzes des Philosophen René Descartes, der da heißt: Ich denke, also bin ich. Wenn wir uns mit unseren Gedanken, die durch Merkur astrologisch symbolisiert werden, identifizieren, dann leben wir meilenweit an uns vorbei. Die Sonne symbolisiert unseren Wesenskern. Die Sonne symbolisiert das, was uns auf individueller Ebene ausmacht, die Essenz unseres Wesens, also sozusagen unseren ganz individuellen energetischen Fingerabdruck, den wir auf dieser Welt hinterlassen, während Merkur die rationale, logische, sachliche, nüchterne Seite unseres Verstandes symbolisiert. Und Merkur symbolisiert unsere Gedanken, Merkur symbolisiert unsere inneren Dialoge und unsere äußeren Dialoge, unsere innere Kommunikation und unsere äußere Kommunikation, also sprich, was wir uns tagtäglich so über uns selbst und über andere und über Gott und die Welt erzählen, was wir anderen erzählen, was wir von anderen zu hören bekommen, was wir lesen, was wir tagtäglich so aufnehmen. Merkur hat auch viel mit der Verarbeitung von Informationen zu tun, die wir aufnehmen. Und wenn wir halt überlegen, wie winzig klein Merkur im Verhältnis zur Sonne ist, dann sollte uns klar werden oder wir können hier zumindest erahnen, dass unser Wesen so viel mehr ist als das,
was wir mit der rationalen Seite unseres Verstandes erkennen können. Von daher halte ich den Grundsatz von René Descartes, ich denke, also bin ich, nicht nur für falsch, sondern auch für gefährlich, denn wenn wir uns tatsächlich mit unseren Gedanken identifizieren und meinen, wir seien unsere Gedanken, ja, wie gesagt, dann leben wir wie halt Merkur klein im Verhältnis zur Größe der Sonne ist, einen sehr bescheidenen Aspekt unseres Selbstes, unseres Selbst. Und Goethe sagte ja so schön, der Verstand ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Und genau so sollten wir den Verstand auch sehen, denn der Verstand kann uns natürlich ungemein wertvolle Dienste erweisen. Der Verstand, der menschliche Verstand, ist ein wesentlicher Aspekt, der uns von anderen Tieren unterscheidet. Der Mensch ist ja auch ein Säugetier, was allzu oft vergessen wird. Aber im Gegensatz zu anderen Säugetieren sind wir Menschen nun mal in der Lage, mittels unseres Verstandes halt unsere Gefühle zu analysieren, unsere Gefühle zu objektivieren, unsere Gefühle zu rationalisieren, unsere Gefühle zu relativieren. Und in manchen Fällen ist das natürlich durchaus sinnvoll, also wenn wir von diffusen Ängsten geplagt werden, wenn wir von negativen Gefühlen eingeholt werden, also in manchen Situationen oder meinetwegen, wenn wir von einer extremen Leidenschaft gepackt werden, deren Erfüllung uns aber keineswegs guttun würde. Also in manchen Situationen ist es natürlich äußerst hilfreich, dass wir hier unseren Verstand zu Rate ziehen können und dass wir halt mittels unseres Verstandes halt auch uns in gewisser Weise von unseren Gefühlen distanzieren können und demnach halt nicht unseren Gefühlen hilflos ausgeliefert sind. In anderen Situationen kann es aber gerade schädlich sein oder zumindest sehr hinderlich sein, wenn wir uns durch unseren Verstand halt von unseren Gefühlen distanzieren. Wenn wir unsere Gefühle immer rationalisieren, objektivieren, relativieren, intellektualisieren oder auch spiritualisieren, ja. Also, da Merkur sich die gesamte Rückläufigkeitsphase im Skorpion, in einem Wasserzeichen, in einem emotionalen Zeichen, in einem gefühlsorientierten Zeichen aufhält, möchte diese Rückläufigkeitsphase, was die letzte Rückläufigkeitsphase von Merkur in diesem Jahr ist, und Merkur hat interessanterweise alle Rückläufigkeitsphasen in diesem Jahr halt hauptsächlich in Wasserzeichen und damit in gefühlsorientierten Zeichen verbracht und das auch noch in einem Merkur beherrschten Jahr. Das will einiges sagen. Also sprich, dass es in diesem Jahr für uns von größter Wichtigkeit ist, unseren Verstand mit unseren Gefühlen in Einklang zu bringen und halt auch wirklich zu lernen, unsere Gefühle in Worte zu fassen, unsere Gefühle überhaupt erstmal zu verstehen, also mental nachvollziehen zu können und natürlich auch idealerweise unsere Gefühle halt anderen vermitteln zu können. Und genau dafür ist diese Rückläufigkeitsphase von Merkur fantastisch geeignet, nicht nur, weil Merkur sich hier die gesamte Rückläufigkeitsphase hindurch im Skorpion und damit in einem höchst emotionalen Zeichen aufhält, sondern auch aus dem Grund, weil Merkur hier fantastische Aspekte während seiner Rückläufigkeitsphase bildet, also ein harmonisches Sextil zu seinem Herrscher Pluto, der sich im Steinbock befindet,
ein harmonisches Sextil zu Saturn, der sich auch im Steinbock befindet, ein harmonisches Trigon zu Neptun in den Fischen und auch ein harmonisches Trigon zum aufsteigenden Mondknoten im Krebs. Das ist also eine fantastische Rückläufigkeitsphase, was nicht unbedingt bedeuten muss, dass sie ein leichter Spaziergang durchgehend ist. Also es kann hier durchaus sein, dass wir hier auch mit einigen Schattenaspekten unserer selbst konfrontiert werden oder aber auch mit den Schattenseiten von anderen, denn darum geht es im Skorpion. Der Skorpion wird von Pluto, dem Gott der Unterwelt, beherrscht und dementsprechend geht es im Skorpion halt auch um die Abgründe des menschlichen Daseins und auch des menschlichen Miteinanders. Hier geht es um die Höhen und Tiefen, die wir auf einer persönlichen Ebene erleben können, die wir aber auch gerade in Beziehung zu anderen erleben können, denn im Skorpion geht es darum, Verbindungen zu schaffen. Im Skorpion geht es darum, Intimität herzustellen in unseren Beziehungen, Vertrauen aufzubauen und hier wirklich eine tiefgehende Beziehung zu anderen aufzubauen. Und Kommunikation spielt natürlich eine herausragende Rolle im Aufbau von Beziehungen, denn ja, wie wollen wir sonst Beziehungen aufbauen? Nicht per Rauchzeichen oder per Telepathie oder wie auch immer. Also das ist ja ein weiterer Aspekt, das Menschsein ausmacht, dass wir halt über so eine enorme Bandbreite an kommunikativen Mitteln verfügen und dass wir dementsprechend halt auch Kommunikation nutzen, um mit anderen in Kontakt zu treten oder aber bestehende Beziehungen zu vertiefen und hier eventuelle Probleme zu klären innerhalb von Beziehungen durch Kommunikation. Im Skorpion hat Merkur eine interessante Aufgabe, denn im Skorpion, der Skorpion ist das extremste Zeichen des Zodiacs, das intensivste Zeichen des Zodiacs, das leidenschaftlichste Zeichen des Zodiacs und der Skorpion zeichnet sich durch Extreme aus. Der Skorpion hat ein enormes Schwarz-Weiß-Denken und er nimmt die Welt in Extremen wahr und dementsprechend möchte diese Rückläufigkeitsphase von Merkur durch den Skorpion uns halt auch darin unterstützen, auch hier mal etwas zu objektivieren, etwas zu relativieren, indem wir schauen, wo wir eventuell die Dinge zu schwarz-weiß sehen, wo wir eventuell, zu sehr in das, die Beziehung ist fantastisch, himmlisch oder aber die Beziehung ist die reine Hölle. Also sprich, wo wir hier von einem Extrem ins andere eventuell übergehen oder aber halt hier uns an einem Extrem festbeißen und uns dann auf einen bestimmten Menschen einschießen, ob positiv oder negativ. Des Weiteren geht es, wie gesagt, darum nachzuvollziehen, denn darum geht es bei einer Rückläufigkeitsphase von Merkur. Wenn Merkur rückläufig wird, möchte er uns darin unterstützen, gewisse Wege nochmal zurückzuverfolgen. Also zum Beispiel, wenn es zu bestimmten Problemen innerhalb einer Beziehung kommt, wie
ist dieses Problem entstanden. Also sozusagen die Dinge hier aufknoten, die Dinge hier aufdröseln, die Dinge hier entschlüsseln. Ja? Und von daher möchte diese Rückläufigkeitsphase von Merkur uns halt auch darin unterstützen, uns zu fragen, ob wir denn klar kommunizieren. Wie gesagt, der Skorpion ist ein extremes Zeichen. Dementsprechend hat Merkur im Skorpion die Aufgabe, die Wahrheit zu sagen, die hundertprozentige Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Aber wie er die Wahrheit sagt, das ist hier die große Kunst. Denn, wie heißt es so schön, wir können einem Menschen die Wahrheit wie einen nassen Lappen ums Gesicht schlagen oder wir können ihm die Wahrheit anbieten wie ein Mantel, in den sie hineinschlüpfen können. Ja? Und ich selbst habe Merkur im Skorpion und ich habe dahingehend einiges lernen müssen im Laufe meines Lebens, nämlich mich auch mal zurückzunehmen. Nämlich auch mal zu schweigen, nämlich auch mal abzuwarten. Also sprich, nicht das ungefiltert immer so aussprechen, wie ich es empfinde, wie ich es wahrnehme, sondern hier auch mal mich in meine persönliche Unterwelt zurückzuziehen, anderen ihren Raum zu geben, damit sie sich in ihre Unterwelt zurückziehen können, was halt übersetzt bedeutet, dass wir uns hier mit unseren eigenen Altlasten, mit unseren eigenen Geschichten auseinandersetzen und dann halt aus einer inneren Klarheit heraus auf andere wieder zugehen können und die Dinge dementsprechend auch A, etwas sanfter anderen verklickern zu können und B, aber auch wirklich dann sie durchgearbeitet zu haben. Das ist natürlich nicht in jeder Situation möglich, denn im Skorpion geht es auch darum, mit unserer Instinktnatur in Kontakt zu sein. Im Skorpion geht es höchst instinktiv zur Sache. Der Skorpion ist ein höchst archaisches Zeichen, ein ungeheuer altes Zeichen. Und dementsprechend hat er in seiner astrologischen Bedeutung halt auch einen Bezug zu sehr archaischen Anteilen des Menschseins, ja. Und natürlich können wir manchmal von der Leidenschaft gepackt werden oder auch überrannt werden und dann können wir manchmal im Affekt vielleicht etwas sagen, was wir, wenn wir uns hier mehr Zeit genommen hätten, wenn wir hier die Dinge mehr durchdacht hätten, was wir anders ausgedrückt hätten, aber manchmal kann es auch absolut heilsam sein, wenn man wie ein Kind oder wie die Narren, wie gesagt, denken wir an den 11.11., den Tag des Merkurübergangs, Dinge einfach aussprechen im Affekt. Manchmal kann das wie eine Art freudscher Versprecher durchaus heilsam sein. Und darum geht es in der höchsten Form im Skorpion. In seiner niederen Form symbolisiert der Skorpion Täter-Opfer-Dynamiken, Schuld und Unschuld, Macht und Ohnmacht-Dynamiken, Verstrickung, Manipulation und dergleichen. Aber in höchster Form gelebt symbolisiert der Skorpion halt Heilung, denn das Skorpiongift kann töten, vergiften, zerstören, es kann aber auch heilen. Und das sollten wir uns immer bewusst machen im Zusammenhang mit dem Skorpion, ob es sich hier um einen Neumond im Skorpion handelt oder ob es sich halt um einen rückläufigen Merkur im Skorpion handelt, dass es hier immer auf die richtige Dosis ankommt im Skorpion. Ja?
Liebe Leute, wie gesagt, geht es im Skorpion darum, Verbindung zu schaffen, Intimität aufzubauen, Nähe herzustellen, Vertrauen aufzubauen in unseren Beziehungen. Und wie können wir halt mit unserer Kommunikation dazu beitragen, das zu tun? Ja, also wenn wir meinetwegen auf einer Party sind und jemanden kennenlernen und wir unterhalten uns dann das erste Mal mit diesen Menschen, dann werden wir ziemlich schnell feststellen, ob dieser Mensch wirklich daran interessiert ist, eine Beziehung zu uns aufzubauen, einen Kontakt zu uns herzustellen und erstmal ungeachtet dessen, wie dann der weitere Verlauf der Beziehung ist, selbst wenn es sich um eine einmalige Begegnung an diesem Partyabend handelt. Aber wir werden dann ziemlich deutlich erkennen können anhand dessen, wie jemand mit uns kommuniziert, natürlich auch, wie wir mit diesen Menschen kommunizieren, ob hier ein beiderseitiges Interesse vorhanden ist, oder aber ob jemand vielleicht einfach nur gelangweilt ist und lieber mit irgendjemand redet, als allein in der Ecke zu sitzen. Oder ob jemand vielleicht irgendwelche versteckten Motive hat, um mit uns in Kontakt zu treten. Ja? Denn ein Austausch, worum es ja in der Kommunikation geht, kann natürlich immer nur beidseitig stattfinden. Also meinetwegen, ich will diesem Menschen etwas und dann erwarte ich, dass dieser Mensch interessiert zuhört und dass dieser Mensch dann auch Fragen stellt, ja, und nicht einfach abwartet, bis ich fertig gesprochen hat oder mich im Extremfall sogar noch unterbricht oder gelangweilt irgendwie in die Luft starrt, sondern dass er einhakt, ja, Verbindung schaffen, darum geht es, wie gesagt, im Skorpion, und daraus entwickelt sich dann vielleicht wieder etwas, was diese Person mir erzählt, da stelle ich wieder Fragen und dann geht das hin und her, dann kommt man von einem Thema aufs andere und so entsteht dann ein angenehmer beidseitiger Austausch. Wenn ich dann meinetwegen diesen Menschen erzähle, dass ich morgen ein ganz wichtiges Vorstellungsgespräch habe und wir unterhalten uns dann ein Weilchen über dieses Vorstellungsgespräch und wir haben dann Nummern ausgetauscht am Ende des Abends und am nächsten Tag ruft dieser Mensch mich an, dann erwarte ich, dass dieser Mensch dort anknüpft, wo wir gestern waren. Also sprich, dass er dann sagt, ja, wie war denn dein Vorstellungsgespräch? Ja? Also so schaffen wir Verbindung, so schaffen wir Intimität, so bauen wir Beziehung auf. Und das sollte eigentlich das Natürlichste auf der Welt sein, aber nicht jeder von uns hat das gelernt, denn ich stelle immer wieder fest, dass es Menschen gibt, die unbedingt Kontakt zu mir haben wollen, obwohl sie ganz offensichtlich nicht das geringste Interesse an mir haben. Also sprich, sie stellen keine Fragen. Sie haken nicht irgendwo nach, wenn ich was erzähle. Sie zeigen keinerlei Interesse letztlich an mir, wollen aber trotzdem Kontakt zu mir haben. Ja, und darum geht es auch im Skorpion. Was sind die Motive? Was sind die Beweggründe? Ja, und jeder muss natürlich selbst entscheiden. Ich habe dahingehend vielleicht andere Ansprüche, was ein gutes Gespräch betrifft oder was einen angenehmen Austausch mit anderen Menschen betrifft. Jeder muss natürlich selbst entscheiden, was sich hier für einen persönlich gut anfühlt. Aber ich kann nur sagen, ich finde es äußerst fragwürdig, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, und diese Person halt kein
offenkundiges Interesse an mir zeigt, sondern mich scheinbar einfach nur vollquatschen will oder etwas in der Art, ja. Und ich persönlich habe nicht das geringste Interesse an derartigen Verbindung, aber das kann natürlich letztlich jeder nur selbst entscheiden. Liebe Leute, wie immer könnt ihr euch gerne von mir persönlich beraten lassen. Ich führe Sitzungen via Skype oder auch telefonische Sitzungen durch. Ich erstelle Aufnahmen zu euren Geburtshoroskopen, zu Partnerschaftshoroskopen, zu eurer persönlichen Zeitqualität, also eine Prognose zu Kinderhoroskopen, auf Anfrage auch zu ganz speziellen astrologischen Themen. Ich arbeite auch intensiv mit der Tarot, mit der Numerologie und dem Tarot. Ihr könnt gerne auch immer wieder auf meinem Blog vorbeischauen, auf dem ich mich dann natürlich auch noch schriftlich zum rückläufigen Merkur äußern werde. Und wie immer freue ich mich auch sehr über eure Spenden für meinen YouTube-Kanal und bedanke mich ganz herzlich bei denjenigen von euch, die gespendet haben. Also einen erfolgreichen rückläufigen Merkur und hoffentlich einen heilsamen. Bis bald, ciao.